Katrin wird uns jetzt den von ihr entwickelten Ansatz vorstellen. Eigentlich sind es drei in one oder so, aber das klären wir gleich. Es geht wieder um VR nochmal und 360-Grad-Fotografie. Ja, genau. Katrin, gelebte Utopien, was verbirgt sich hinter deinem Ansatz? Ja, vielen Dank. Genau, also wir haben überlegt, dass die VR-Technologie und dieses Immersive eigentlich eine sehr schöne Methode ist, um sich nochmal auf eine andere Art und Weise mit Inhalten auseinanderzusetzen und haben in diesem Ansatz ja so eine haptische, eine physische Auseinandersetzung und eben diese virtuelle Bearbeitung zusammengeführt. Und der Ansatz besteht aus zwei größeren Teilen, denen man je nach Zeit, die man eben hat oder eben auch eine Altersgruppe eben auch teilen kann. Und ich erkläre jetzt einmal den großen Ansatz und sage dann aber sozusagen jeweils, wie man das eben auch nochmal aufteilen kann. Wir haben nämlich diesen Ansatz einmal für eine ältere Zielgruppe und eine jüngere Zielgruppe entwickelt und der Ansatz gelebte Utopien, der im Themenfeld Flucht und Migration verortet ist, den empfehlen wir mit einer Altersgruppe ab 15 Jahren. Und genau, dann zeige ich mal, was wir gemacht haben. Und zwar geht es nämlich darum, dass wir uns mit inhaltlich mit politischen Geflüchteten auseinandergesetzt haben und deren Geschichten und in der Zielstellung einfach herausarbeiten wollten, dass Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, halt eben auch schon mit einer Utopie kommen, mit einer Vorstellung, wie sie sich die Welt gestalten und dass sie eben nicht erst seitdem sie in Deutschland sind, sondern überhaupt einfach schon immer Gesellschaft auch mitgestaltet haben in ihren eigenen Ländern und dann eben auch in Deutschland. Das sind die Biografien, die wir uns rausgesucht haben. Weil sie Dinge verändern wollen. Weil sie Dinge verändern wollen und weil sie eben aber auch aufgrund ihrer Haltung oder ihrem politischen Engagement dann eben in ihren Herkunftsländern nicht mehr sein konnten und dann dort fliehen mussten und dann ja auf verschiedenen Wegen nach Deutschland gekommen sind und dann hier sich weiter engagiert haben, teilweise wieder auch für ihr eigenes, für ihr Heimatland oder eben aber auch in Aktivitäten, Communities in Deutschland, genau, oder für Themen, die hier eben so auftauchten. Und mit diesen Biografien haben wir uns eben auseinandergesetzt und haben dann, jetzt gehe ich hier einmal zu einer Kiste, nämlich ganz physisch sollten die Jugendlichen dann in dieser Kiste nachbauen, wie aus welchen Gründen eben deren Biografien wir uns angeschaut haben, flüchten mussten. Und da spielen auch nochmal so Aspekte wie Nachhaltigkeit eine Rolle. Also wir überlegen dann auch, mit welchen Materialien wir diese Kiste bauen können. Wie können wir das darstellen, aus welchen Gründen eben diese Flucht hat stattfinden müssen, sei es mit gemalten Sachen, sei es aber auch einfach nur mit Sticky Notes, ganz egal. Und in diese Kiste haben wir dann, ich zeige das hier mal kurz in die Kamera, mit dieser 360-Grad-Kamera haben wir dann eben ein Foto gemacht. Das ist mittlerweile eine Technologie, die ist auch nicht mehr so teuer. Das kann man sich gut anschaffen oder eben auch ausleihen. Kannst du ganz kurz zeigen, also ja, wo die Linsen sind? Ja. Also wo ist das zeige ich gerne. Genau. Kegel eine Kamera? Also es gibt quasi Linsen auf beiden Seiten und so wie weil es sowieso ein zwei Augen aufgebaut ist, macht es eben ein Rundumbild sozusagen. Also zwei Halbkugeln? Genau, zwei Halbkugeln, die dann eben diese 360-Grad Optik herstellen. Und wie gesagt, diese Kamera, das ist jetzt, die kann man steuern mit einem Telefon, das ist einfach über eine App. Und die stellt man dann quasi hier so in diese Kiste hinein und kann dann eben ein Foto machen. Ich lasse das hier einmal stehen, gehe jetzt zurück zu meinem Computer, denn ich habe dieses Foto schon gemacht sozusagen, damit ich Ihnen und euch das auch zeigen kann. Und dieses 360-Grad-Foto in eine Umgebung reingeladen, die nennt sich Co-Spaces. Jetzt muss ich hier ganz kurz erklären, dass wir diesen Ansatz, das ist sozusagen der erste Teil des Ansatzes, also dieses haptische, dieses Kiste bauen, diese Auseinandersetzung eben mit Fluchtgründen und dieses Nachempfinden. In der gleichen Methode haben wir uns auch mit einer jüngeren Zielgruppe dann mit Ankommenssituationen auseinandergesetzt. Also da ging es dann in anderen Videos mit anderen Sequenzen darum, wie Menschen hier angekommen sind in Deutschland und was sie vorgefunden haben, was sie empfunden haben. Und nochmal ganz kurz, man macht das Foto und kann sich das auf einer VR-Brille angucken. Richtig. Und dann
steht man quasi in seiner eigenen Kiste. Ganz genau, das ist die Idee. Also das ist vielleicht eine eigene abgeschlossene Methode, ja, die auch für sich stehen kann und für andere Themen genutzt werden kann. Genau, und das genauso haben wir es quasi entwickelt. Also genau mit dieser Idee, dass es eigenständig stehen kann. Und genau, was du gesagt hast, die Idee ist, dass man dieses Foto sich eben also in dieser VR-Brille anschauen kann, in seine eigene Welt eintauchen kann und sie sich anschauen kann. Nun haben wir hier eine ziemlich fancy Brille, die ist toll. Es gibt natürlich ganz andere Modelle und das wirklich, was so am zugänglichsten ist, sind eben noch diese Papp-VR-Brillen, so die eben auch, ja, Cardboard, die eben auch funktionieren. Und auch mit diesen Modellen sozusagen kann man einfach in seine eigene Welt, in seine Kiste eintauchen. Und die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir das gemacht haben, die finden das wirklich sehr toll, weil das nochmal eine andere Sichtweise auf ihre eigene Perspektive ist. Was wir dann aber im zweiten Schritt gemacht haben, was eben auch als, also zum einen zusammen, aber eben auch als abgeschlossene Methode funktioniert, ist, dass wir dieses 360-Grad-Foto dann nochmal digital nachbearbeitet haben. Und ich habe ja erzählt, dass der Ansatz, der inhaltliche Ansatz, da geht es um gelebte Utopien. Und wir haben dann in diesen Videos herausgearbeitet, was ist denn die Idee oder was ist denn die Utopie von diesen Menschen, die also hier herkamen. Und in CoSpaces, das ist eine Lernplattform, eine VR-Plattform, in der man 360-Grad-Umgebungen, aber eben auch komplett virtuelle Realitäten gestalten kann, relativ einfach. Ein Editor quasi, genau, ein Baukastensystem. Genau, so. Und ich würde es einmal in meinem Computer zeigen. Ich habe nämlich jetzt dieses Foto, was wir in der Kiste gemacht haben, hier schon reingeladen. Und die Idee ist nun eben, dass man digital die Utopie quasi auf diese Kiste, auf die Fluchtursachen hinauf projiziert, ja, sozusagen. Genau. Und mit einem Editor kann man eben ja Personen hier reinladen, man kann sie animieren, man könnte sie sogar sich bewegen lassen. Dieser Baum beispielsweise ist digital hinzugefügt. Man kann mit Text arbeiten, man kann Bilder und Videos, Audios auch hineinziehen in diese Kiste und sozusagen so diese Utopie einfach draufblenden auf die. Genau, so ein zweite Ebene, zweiter Layer im Grunde mit am Computer, mit dem digitalen Tool. Und vorher wird haptisch in der Kohlenstoffwelt gebastelt und gebaut und ein Foto gezogen und digitalisiert natürlich auch. Genau, das ist sozusagen sehr die große Methode, also der große Ansatz mit den beiden. Ich wollte ganz kurz einmal noch zeigen, wie wir das auch gemacht haben, nur mit diesem zweiten Teil, also nur mit der digitalen Methode, was auch aus Zeitgründen möglich ist. Da haben die Jugendlichen dann ihren Prototypen nicht in der Kiste gebastelt, sondern gezeichnet, das sieht man hier, und dann eben ihre Welt quasi in CoSpaces umgesetzt. Das hier war das Thema Ankommen und da haben sie sich überlegt, wie sie dann gerne einen eigenen guten Ort zum Ankommen sich vorstellen. Also das geht eben auch, wenn man nur diesen zweiten Teil nimmt. Das hat, ja, das kann man entscheiden, je nach Zielgruppe und je nach Zeit, die man auch hat. Super. Und auch dazu gibt es eine ausführliche Workshop-Beschreibung auf unserer Webseite archivderflucht-bildung.org mit Ablaufplänen, mit Einzelmethoden, Gesprächsführung und natürlich Anleitung auch zu den technologischen Voraussetzungen, also mit der 360-Grad-Kamera und der Plattform CoSpaces. Vielen Dank dir, Katrin. Gerne.